Hallo Leute, ja, diese Folge wollen wir mal dieses Thema Geschütze automatische besprechen. Der Thomas Stähler hatte geschrieben und hat mir einen Roman geschrieben, sozusagen ganz viel auf jeden Fall. Könnt ihr in den Kommentaren ja selber nachlesen und ja, müssen wir mal gucken, ob ich das dann irgendwie in den Griff kriege, ne? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Das ist ja schon ziemlich schwer, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Motivation ist so ein bisschen in dem Spiel auch verloren gegangen auf Dauer. Mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Ich sag, wir starten das Intro und dann gucken wir mal, was da so steht. So, da sind wir drin. Der Thomas hatte ganz viel geschrieben, wie gesagt. Und jetzt gehen wir mal auf I, hat er gesagt, ganz linken Reiter und da sind die Geschütze. Genau diese hier. Distanz Duo Flak. Die soll ich mal installieren oder habe ich ja schon installiert, ne, oder? So, und jetzt mache ich da eine 1 raus, ne? Automatisches Feuern an und aus. Ist ja so einfach zu setzen, oder was? Wie war das denn mit den Zahlen da dran schreiben? Klasse festlegen, Symbol setzen. Hä? Warte mal, er hat geschrieben, bewaffnet drüber. Gib dem Defensivslot eine Nummer und Fenster schließen. Ja, wollte ich machen. Ah, jetzt hat er es endlich genommen. Jetzt haben wir eine 1. Fenster schließen. Machen wir. Und dann sehen wir hier unten die 1. Können wir hier an- und abwählen. Klar. Jetzt kann ich aber mit dem Ding dahin und kann hier rechts klicken. Und dann kann ich hier aktuelles Ziel angreifen. Automatische Steuerung. Zack. Und jetzt haben wir das gemacht, dass der selber schießt. Ja, habe ich früher auch gemacht. Ach, ja, wie gesagt, vergessen. Und ja, jetzt schießt er automatisch. Das ist ja schon mal gut, ne? Gut, gucken wir weiter. Was hat er noch geschrieben? Das ist eine Nummer und Definition haben wir gemacht. Darüber steht ein weißes Makro. Ja, das kenne ich alles jetzt schon. Ja. Aber das Feuer, dieses Geschütze nehmen automatisch Ziele auf und falls nicht manuell eingestellt, schießen sie ab. Weiter unbewaffnet und bewaffnet gibt es das nicht. So gut. Und wir müssen jetzt natürlich noch schauen. In dem Baumodus müssen wir dafür. Da müssen wir hier hin und müssen natürlich noch weitere Geschütze da reinbauen. Ne? Unbewaffnet. Topflak. Kraftstärke, Reichweite. Schaden 65, DPS 477, Reichweite 10, Höhlenreparatur, also das ist ein Reparaturlaser, ne, den wollte ich jetzt nicht, ein Bolter, Geschützturm, warte mal, was hier oben haben wir ja noch einen in Rot, exotisch, die Reichweite ist aber nicht so dolle, ne, aber dafür, ja, aber irgendwo war doch gerade einer der Kraftstärke 16,65, Top Quarks Gravitron. Unbewaffnet Koaxialgeschütz. Ingenieure braucht er 5. Respekt. Der hat automatisches Zielen zum Beispiel. Topflak. Ist aber keine große Reichweite. Kriege ich den hier hin? Ja. Dann machen wir das doch mal. Und dann hatten wir eben aber noch einen, der. Ah, der hat die Reichweite 8, aber. Der braucht 5 Ingenieure, die wir auch nicht haben. Da oben blinkt schon wieder das, weil da auch was nicht passt. Hier ist nochmal automatisches Zielen. Reichweite 10. Den müssten wir doch dann da auch noch hinsetzen können, oder? Kriege ich den irgendwo hingesetzt, wo jetzt dieses Fenster nicht im Weg ist? So, das haben wir auch. So, jetzt hat er schon mal 3 Stück da. Jetzt müssen wir nochmal ins I-Fenster. Ach so, keine Leute. Ja, super. Das heißt, raus hier sind wir an einer Station. Ja, da müssen wir aber gerade noch ein bisschen näher wahrscheinlich, damit das wieder klappt. Station auswählen. Traktorstrahl für F. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja noch 14 Leute gehabt letztes Mal, oder? Da. Kanoniere gab es hier, glaube ich, sowieso nicht, oder? So, jetzt passt's. Jetzt kann ich noch mal I aufrufen. Dann dahin und so, alles auf 1. Jetzt gehe ich aus dem Fenster raus und 1 ist noch auf Automatik und 1 muss ich aber aktivieren, glaube ich. Jetzt so läuft's, oder?
Haben wir das Schild vor allem gegenüber Jäger automatisch feuert oder sich mit dem Schild vor allem gegen Jäger oder Torpedos feuert? Diese Geschütze nehmen automatisch Ziele auf und falls nicht manuell eingestellt, schießen sie ab. Bei Muffin und Bewaffnung gibt es das nicht. Hier brauchst du, falls du nicht manuell zielen und schießen willst, wie du den letzten 60 Folgen so gemacht hast, Geschützturm-Kontrollsystem, die aus Autogeschützturm-Slots geben. Ah, okay. Warte mal, das können wir auch nachgucken. Das haben wir hier. Das ist Hypersprung, das ist das Geschützauto, Geschützturmslots. Zweier gibt es da. Ah, das heißt, plus zwei war das. Das heißt, ich könnte da auch einen Slot machen mit einem Bewaffneten sozusagen. Ne? Nee. Lass uns mal dieses B nehmen. Aber ich habe jetzt hier diese drei Stellen, oder? Nee, vorne vor müsste noch was gehen. Ne? Ja. Was haben wir denn da noch? Physischer Schaden. Hört sich doch gut eigentlich an, ne? Geht der da vorne hin? Ja, ne? Ja, kann ich auswählen. Jetzt fehlen mir wieder die Leute. Einer muss dazu, oder? Ja. Und dann muss der noch auf 1. Warum geht das nicht? Warum steht jetzt ein rotes Zeichen drin? Kanonierer einer. Habe ich noch einen verpasst? Nein. Ich habe noch 11 Leute da. Automatisches Feuern an und aus. Ist das das jetzt durch dieses Dingens bestimmt, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum dieses rote Zeichen da drin ist. Ach, nötige Kanoniere, dann wird das hier falsch angezeigt, oder was? So. Da steht immer noch 4 von 5 und deswegen geht er nicht. Der braucht einen echten Kanonier, oder was? Aber die gab es hier ja nicht, oder? An dieser Station. Wo anheuern? Doch, da. Anheuern. Und I. Aha. Jetzt ist richtig. Also er braucht einen ausgebildeten Kanonier, damit das funktioniert. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass das so ist. Ich dachte auch, meine Leute, die ich da einstelle, die würden dann dafür auch gut sein. Das würde bedeuten, ich könnte hier einen wegnehmen, oder? Oder auch zwei? Ein Unteroffizier ist schon dabei, okay. Hier sieht man den roten direkt, der ist wirklich ein Kanonier, ne? Reicht das jetzt noch? Also, nee, da war schon richtig und ich muss hier, ne? Reicht wohl noch. Automatisch feuern ist jetzt angegangen durch unsere Erweiterung, denke ich. Okay, dann ist das erledigt. Jetzt schauen wir mal. Ich kann nicht alles lesen, glaube. Achso, da gibt es irgendwo noch so eine Symbolik, dass das 0 von 3, 1 von 2 hier oben ist es, ne? 1, 2 automatisch. Okay, das ist dann schon mal gut. Funktioniert. Haben wir denn noch mehr? Geschützturmkontrollsystem kann noch eins. Ach, hier ist noch so eins. Das kann automatisch zielen von alleine. Okay. Kann ich das noch anbringen? Okay, das geht jetzt nirgendwo hier, aber irgendwo muss es hier gehen, weil da wird es ja jetzt schön, ne? Okay. Und der braucht wieder Kanoniere. B raus, F rein, U anheuern. Und dann müssen wir hier doch tatsächlich noch einer zu nehmen wieder. Anheuern. Muss gestoppt sein. Super. Okay. Ich bin doch gedockt eigentlich, oder? F-Traktorstrahl. Nee, ich bin wohl doch weggeflogen eben. Anheuern. Und anheuern. Dann I wieder. Dahin. Und
Ach so, brauchen wir nicht mehr, ne? Ja, jetzt passt es hier wieder. Ich könnte einen wieder abziehen, aber ach, lass drin, ist egal. So, und jetzt ist das hier mit dem Ding in zwei... Nee, nicht zwei von zwei. Ah, hier. Ach so, das war ja automatisch. Alles gut, also. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Haben wir noch was? Bestimmt haben wir noch was. Koaxialgeschütz 5. Kraftstärke. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Könnte ich jetzt mal auch dahin bauen. Oh, das sieht aber groß aus. Das passt nirgendwo hin. Okay. Das muss auf dem Orgonitstein sein wahrscheinlich. Da müssten wir erst was mit Orgonit bauen, oder? Panzerung aus Orgonit geht. Nee, drehen wollte ich nicht. Oh, was ist das? Vergleichgeschütztürme. Nee, das wollte ich auch nicht machen. Weg, 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 weg. Ja, das war jetzt nicht richtig. Nee, das war schon richtig. Das ist auch richtig. Und das sollte ganz dünn werden. Jetzt noch ein bisschen in der Höhe gewinnen. Und dann nochmal in der Breite. Und dann will ich den erstmal so dran erbauen. Und dann wollen wir den da vorne hinsetzen. Geht aber nicht. Was sagt er denn? Ah, ist nicht vollständig auf einem Block. Das bedeutet, mach den mal weg. Was haben wir denn hier für Werte? Beschleunigen und so, das sieht erstmal alles gut. Benötigte Energie 6,3 Gigawatt, erzeugte Energie 10,36. Okay, das bedeutet, ich will mal hier gerade hingehen. Wo ist Energie? Generator. Und ich möchte gerne höher, nee, höher, ja. Brauchen wir schon wieder Mechaniker? Ach, Generator können hier nur so, alles klar, dann können wir das schon mal knicken. Den will ich jetzt nicht haben. Quartiere. Korrekturdüsen, gerichtete Korrekturdüsen, Gyrophalanx. Klonkapseln, okay. Akademie. Solarpanel, daher, das ist schlecht. Ich glaube, das kann ich dann auch nicht hier bauen. Ah, dann können wir das mit der Panzerung einfach hier machen. Die will ich dann aber nicht so dick machen, oder? Die mache ich erst so dick. Und dann möchte ich sie vergrößern. So vergrößern. Und dann wollen wir sie noch etwas länger machen. Nee. Ich habe aber keine Ahnung. Aber sieht erstmal gut aus, oder? So, jetzt gucken wir mal nochmal nach dem Gerät. Das Gerät geht da drauf. Aber nicht genug Platz für unbewaffnete Geschütztürme, Installer. Wieso? Für unbewaffnete Geschütztürme hat er jetzt nicht genug Slots? Ist ja voll doof. Groß die Buster. Plasma und Schilder. Das hört sich doch auch gut an, so klein. Den großen wollte ich jetzt haben. Wieso geht der nicht? I? Dahin?
Da gibt es dann auch Kontrollsysteme, ne? Und ich kann auch noch eins einbauen. Dann machen wir das dahin. Feste Installation und jetzt muss das gehen. Ich will dieses dicke Ding dahin haben. Da ist er. Und der geht. Wow, der sieht aber krass aus. Gut, Ingenieure fehlen uns fünf. Ingenieure. Sind das Ingenieure? Nein. Das sind Ingenieure. Funktioniert das jetzt schon? Das ist das, ne, oder? Koaxialgeschützturm. Automatisch feuern. Was sagt er da? Nicht genug Autogeschützturm-Slots. Wieso? Ach so. Okay. Wie viel braucht der denn? Slots 6. Ich habe dann zwei zu wenig. Und da kann ich keinen mehr einbauen. Schade. Ich muss das Schiff größer haben dann, damit das klappt. Okay, erstmal gut. So, was steht da noch alles? Grüßkontrolle sehen wir, haben wir gemacht. Öffnen. Nun hast du oberhalb der bewaffneten Slot ein kleines Pfeilsymbol daneben. Habe ich schon erledigt. Wenn du nicht aus Versehen freundliche Ziele angreifst, sondern einen Rechtsklick auf das Geschütz, bei dem sich ein kleines Fenster öffnet, mit Ersetzen, Entfernen und automatisch feuern einen aus. Automatisch einschalten. Dadurch kommt ein Kreis auf das Geschützslot und oben, je nachdem, wie viele Slots das Geschütz einnimmt, verändert sich die Zahl. Habe ich gesehen. Ja, ich muss jetzt hier noch einen Automatikgeschützturm reinbauen, was ich ja auch noch hätte, ne, oder? Warte mal, da können wir nochmal gucken. Das war ja hier dieses hier. Dann hätte ich noch Automatikgeschützturm-Slots plus 3. Leider habe ich hier aber keinen Slot mehr. Rechenleistung 800 zum Freischalten. Ja. Bauen wir. Computerkern, wo finde ich den? Ich kenne die nicht. Gibt es auch, glaube ich, gar nicht bei allen, ne? Kann das sein? Transponder, Hyperraumkern, Computerkern, okay. Hier ist er. Neunundachtzig kommt dann dazu, wenn er diese Form hätte. Noch mal das weg. Noch mal Spiegelachse an. Nee, das war falsch. Das ist richtig. Das passt. Dreh das mal. Dreh das mal so. Und bisschen kleiner, ja. Und dicker. Jetzt hat er 989. Okay, das wäre weniger. Wie 163 Megawatt braucht er dann? Ah, da wären wir bei Gigawatt, okay. Aber das wäre es dann, ne? Schiff fliegt noch, ne, oder? I? Ja, da ist es jetzt frei. Slot da rein. Fest installieren, passt. So, was brauchen wir? Mechaniker. Nochmal I haben wir. Leute haben wir da. Mechaniker gibt es hier.
Ist das weg? Ja. So. Jetzt müsste man natürlich nochmal Panzerung haben, ne? Dünner. Höher. Länger. Und nicht Ogonit. Panzerung war. War das Titan? Ja, Titan. Oder. Doch, Titan war, glaube ich, die beste Panzerung, ne, oder? Frachtraum? Da ist Panzerung. So. Raus aus dem Menü. Fliegt er? Ja, steuert sich auch noch gut. Sieht erstmal gut aus. Jetzt nochmal I in die Dingens hier rein und jetzt müssen wir hier automatisch feuern. Macht er das jetzt? 1 von 11 steht da jetzt. Geht aber nicht an. Steht da noch was mich... wie hieß er noch? Oh, Thomas? Ich hoffe, das ist... Aber warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wäre jetzt schön, wenn ich das noch wüsste, ne? Da kommt dieses Symbol nicht. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, warum das nicht kommt. Vielleicht kann mir der Thomas das auch nochmal schreiben erstmal. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch dann noch Richtung weiter Kern, ne, oder so. Wo sind wir denn? Achso, wir sind so weit weggesprungen hier, ne, weil da so ein Tor in der Nähe war. Ja. Mit der Fraktion sind wir jetzt nicht gut, ne? Das bringt uns jetzt also auch gerade nicht weiter dann. Müssen wir nochmal überlegen, wie wir das machen. Aber wieder zurückspringen, weiß ich nicht, weil hier sind wir auch ziemlich weit weg vom Kern. Da waren wir da schon mal irgendwo näher, glaube ich, oder? Wo geht denn das hin? Weiß ich nicht mehr. Sieht man ganz schlecht, ne? Achso, von da aus sind wir dann hochgesprungen. Okay, müssen wir gucken. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.